Herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, euer Uglas am Start und ich begrüße euch hier zur dritten Folge aus Fallout 76. Dies ist hier sogar noch Beta-Gameplay und dort hinten haben wir im zweiten Video die Lootkiste abgegrast und standen dann jetzt hier Ende zweiten Videos vor dem Camp der Aufseherin, welches wir jetzt einfach mal betreten und uns die Story-Quest sozusagen weiter anhören. Ihr seht es, hier geht's weiter und da bin ich ruhig. Südlich von Vault 76. Ich wusste, das würde nicht das Apalache hier sein, das ich kannte, aber... mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen? Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Votech vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen, Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Apalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Also, südlich der Straße, die Stadt Flatwood, die sollen wir erreichen. Und ihr habt gehört, was hier mit diesem Camp dann für uns später möglich ist. Wir können es also immer wieder mitziehen, um einen Schnellreisepunkt zu haben und jederzeit überall aufbauen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter und auf geht's nach Flatwood. Vor den Toren Flatwoods schalte ich mich auch ein letztes Mal für euch dazu. Und wir werden mal gucken, was uns hier erwartet. Erstes Mal Obersrat und... da gab's den Heady und da ist auch der Kopf geflogen. Den haben wir schön abgetrennt. Das ist, wie gesagt, alles bei Fallout möglich. Wenn ihr das VATS, also das Wertsystem, nutzt, dann könnt ihr sogar die einzelnen Körperteile anvisieren. Und das hat ja auch wirklich alles Einfluss darauf. Schaut nochmal im zweiten Video, dort seht ihr das bei den, ich habe sie den Resident Evil Hunden genannt. Dort könnt ihr genau sehen, wenn ihr auf die Beine schießt, dass tatsächlich die Tiere anfangen dann auch zu humpeln und euch halt nicht mehr so stark attackieren können. Ist also sehr, sehr notwendig, dieses System auch immer mal wieder bei stärkeren Gegnern zu benutzen, um denen die Waffe aus der Hand zu schießen, Körperpanzerung zu umgehen und so weiter und so fort. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal dieses Gebäude einfach zusammen uplooten. Mal gucken, was es hier noch so Schönes alles zu finden gibt. Und dann werde ich auch größtenteils meinen Sabbel halten, denn das Schöne hier an Fallout 76 ist, dass es sehr viele Holobänder jetzt gerade auch am Anfang zu finden gab. Und die dieses ganze Spiel so ein bisschen untermalen. Bedeutet, ihr werdet dann jetzt gleich merken, hoppala, was haben wir da? Oh, der wird gejagt, hoppa. Seht ihr es? Vom wilden Mischling. Das ist so ein Köter. Aber okay, ihr hört es. Die sind in der Dreiergruppe. Da brauche ich ihm nicht helfen. Muss man sich nicht drum kümmern. Zudem ist er eh schon Stufe 6 und ich bin Stufe 3. momentan Solo-Part hier unterwegs. Und um die Story einfach mal so ein bisschen zu genießen, glaube ich, ist es Solo tatsächlich am schönsten. Dieses Wasteland hier. Einfach abzulaufen und selbst zu erkunden und dann wirklich später in die Gruppen reinzugehen, um die großen Bosskämpfe anzugehen. Und worauf wollte ich hinaus? Genau, auf die Holobänder, damit bin ich stehen geblieben. Das werdet ihr dann jetzt gleich in den nächsten Viertelstunde, 20 Minuten jetzt noch fast im Video dann merken, wie schön es untermalt ist, denn viele der
Ja, ich hätte beinahe gesagt, letzten Überlebenden sind es ja nicht, sondern sie haben der Nachwelt nach dem Fall der Bomben halt noch etwas hinterlassen. Und da sind sehr, ja, schöne Storys dabei. Also der eine will sein Leben verbessern oder im nächsten Leben möchte er natürlich alles anders machen. Die andere wird im Lotto gewinnen und hat alles verprasst und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich auch schon wieder unsere Aufseherin, die uns hier mit der sozusagen Hauptquest-Tutorial-Quest, nenne ich es mal. Es ist 2-in-1. Oh, schön Nougat-Cherry, das nehmen wir mit. Das ist gut, das füllt nämlich die TP, ohne dass es verseucht ist. Also die Dinger immer mitnehmen. Die Aufseherin, wie gesagt, ist so eine Tutorial-Quest mit Hauptquest zusammengebunden und leitet euch durch die ersten Levels und Stunden. Und da oben leuchtet schon. Oh, Nougat-Quantum. Mitnehmen. Und damit hören wir uns die erste Geschichte an. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo! Das sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat an Blamco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nougat Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier. Läuft das Ding? Fantastisch. Hallo an alle Überlebenden auf diesem Schrotthaufen. Ich bin Sophie und hier kommt die unglaubliche Geschichte, die ich überlebte. Wie ging dieser Scheiß nochmal los? Ach ja, richtig. Bevor die Bomben fielen, war ich Bibliothekarin. Und jetzt habe ich ja jede Menge Zeit zum Lesen. Super, oder? Was für ein Glück. Nein, Moment. Vielleicht gehörte ich zu diesen Farmern, die sich jahrelang auf den Weltuntergang vorbereitet haben. Als Teil einer Sekte. Genau, so war es. Nein, nein. Jetzt hab ich's. Ich war ein süßes kleines Mädchen, das sich im Super-Duper-Mart monatelang von Katzenfutter ernährte, während gleich daneben seine Eltern verwesten. Niemand kam. Keiner. Ich lernte klarzukommen. Das solltet ihr auch. Die Responder sind ein Witz. So etwas wie Hilfe gibt es nicht mehr. Also reißt euch zusammen. Wer kein kompletter Vollidiot ist, der verschwindet aus diesem Loch, bevor die Responder euch das Leben kosten. Lasst die Kranken zurück. Diese Wette dran. Wer lieber jammert, der sollte hierbleiben und so tun, als ob Rettung kommt. Aber jeder, der noch einen Funken Verstand hat, sollte in die Berge verschwinden und neu anfangen. Delbert hat schon versucht, mich aufzuhalten.
mir echt leid, dass niemand mehr da sein wird, der euch beibringen kann, wie man Scheiße frisst. Macht's gut, ihr Trottel. Hab euch ganz doll lieb, Sophie. Ja, und ich finde, genau mit solchen Holobändern und mit diesen Aufnahmen wirkt das Spiel einfach super klasse. Da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt einfach mal jetzt gesehen, ich habe einfach tatsächlich dann auch bei der einen Person gewartet, weil ich dieses Holoband, ich wollte es nicht abbrechen, einsammeln. Ich wollte wirklich beide Geschichten euch hier einfach mal abspielen lassen. Und ja, werde mich jetzt natürlich wieder hier auf den Weg machen. Ihr seht es unten, 15, 14, 13 Meter scheint hier in der Kirche zu sein, dass ich dort rein muss, um die Aufseherin-Quest weiter voranzutreiben. Und dort rechts, ihr habt es vielleicht kurz schon gesehen, da ist die Box mit dem nächsten Holoband und der nächsten Story. Aufseher-Logbuch, Flatwoods. Mein Gott, hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet, aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das, naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme, wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Ja, ihr habt es selbst gehört. In diesem Holoband wurde so ein bisschen auf die Survival-Techniken, das Überleben, Wasser aufbereiten und so weiter eingegangen. Die Atomsilos. Und hier schon die nächste Geschichte. Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Er ist noch nicht lange her und die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dassa Ben-Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur 2 Reservierungen gewährt. Ich weigerte mich mitzugehen. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Vault. Sie konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgantown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, ich bleibe optimistisch. Ich bin nun seit 2 Jahren oder so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen.
Und bis dahin nehme ich weiter Geschichten von Überlebenden auf, wann immer ich kann. Wir sind eure Geschichte. Das war Dasa Ben Ami. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Das hat mich gebeten, zu erzählen, wie ich hierher gelangt bin. Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die Bomben und die verrückten Leute und für die Kühe mit den zwei Köpfen. Alles. Ich war böse. Einfach böse. Ich habe beim Diktat geschummelt. Ich habe Chip Wilkins gegens Schienbein getreten, bis er geheult hat. Ich habe Rosie McCloy die Treppe hinuntergeschubst. Ich habe Löcher in alle Turnhosen geschnitten. Und in den Kartoffelbrei in der Cafeteria habe ich Klebstoff getan. Ich habe Harold Newell gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tote Fliegen isst. Und ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. Denn mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Seit die Bomben fielen, habe ich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt nur noch gut sein. Ich bin noch nicht alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber Dasa meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und, Daddy, falls du das hörst, ich verspreche, dass ich kein böser Junge mehr sein werde. Also, kannst du bitte zurückkommen? Okay? Okay. Bis dann. Waren doch wieder zwei schöne Stories. Und schaut mal da, wer das erste Video gesehen hat, da sind gleich zwei Supply-Drop-Kisten runtergekommen. Und da wollte ich jetzt nicht hin, ich wollte eigentlich auf meine Waffe switchen. Man weiß ja nie, was uns da erwartet, weil ihr habt es im ersten Video gesehen, die waren natürlich bewacht von diesen blöden Kötern. Nicht, dass wir da wieder reinlaufen. Aber hier sieht es gut aus, ich sehe nichts. Wurfmesser, Stimpact-Heilmittel. G-Stock und Vorkriegsgeld, okay. Und das Ding sieht ein bisschen buggy aus, wie das da landen kann. Tomahawk, sehr schön. Ein bisschen Essen, ein Billardkö zum Kloppen und Vorkriegsgeld. Und dann werden wir natürlich jetzt hier den ersten Kontakt der Aufseherin, also uns als Freiwilligen, diese Questreihe natürlich auch abschließen. Dort hinten seht ihr es, ist das Terminal. Ups, da buggt es ein bisschen, gehört dazu beim Online Rollenspiel, wenn der Server nicht ganz stabil läuft. Und was haben wir hier noch? Kaugummi nehmen wir mit. Jukebox. Da würde ich sagen, machen wir uns mal ein bisschen Mucke. Port a Diner. Das habe ich damals schon bei Fallout 4, bin ich daran verzweifelt, weil diese Dinger, man kann auch draufkloppen, draufschießen. Ich will dieses Törtchen haben, aber diese blöde Greifzange greift sich nie dieses Törtchen. Ich habe da so viel schon probiert gehabt, also wenn ihr da einen Trick oder sowas herbekommt, ich zeige es euch mal hier, ihr könnt da drauf kloppen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt es auch zigmal aktivieren, also ich habe noch nie eine Torte daraus bekommen und die wäre bestimmt genießbar, aber er greift es einfach nicht und hier die Tür geht nie auf. Naja, gut, komm, wollen wir uns damit nicht länger aufhalten. Wir werden uns hier jetzt als Freiwilliger registrieren, die Questreihe damit abschließen. Damit beende ich sozusagen auch hier Folge 3 aus Fallout 76. Das war noch Beta-Material. Alle weiteren Videos stammen dann natürlich jetzt aus der fertigen Version des Spiels.
Und ich versuche, ja, wenn ich schaffe, in meinem nächsten Video definitiv werde ich, glaube ich, nochmal auf den Talentbaum, also auf die Special-Attribute drauf eingehen, weil das doch sehr interessant ist mit den Skillkarten, die ihr upgraden könnt. Dort gibt es nämlich auch rare Karten, die tatsächlich animiert sind, die besondere Bonis hervorrufen. Und ihr seht, Quest abgeschlossen, das sollte sein. Quest-Belohnungen werden wir jetzt mal schön einheimsen. Und ja, damit beende ich hier Folge 3, Fallout 76. Der Utler sagt vielen Dank, freut sich über jedes Abonnement, über jeden Like. Und wenn ihr Fragen habt, haut sie in die Comments rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Utler.